Hallo Leute, bin heute in Düsseldorf, hier zusammen mit Julia Nissen. Da ist sie. Und wir haben heute hier ein Seminar. Erzähl mal eben schnell, Julia, was wir hier heute machen. Ja, wir haben hier heute einen Design Thinking Workshop. Das hört sich erstmal total abgefahren an. Nein, wir widmen uns hier heute der Frage Landwirt und Verbraucher, wie wollen wir zukünftig unsere Beziehungen miteinander gestalten? Super. Und wer ist hier? Ja, Willi natürlich. Nein, heute sind NGO-Vertreter hier, wir haben Landwirte hier, ganz klassische Verbraucher, aha, also eine Mutter, ein Künstler, jemand Kritischeres auch. Also wir scheuen da den Dialog nicht, sondern holen alle an einen Tisch. Super, wird bestimmt spannend. Bei den Kleinen fängt es an. Landwirte okay. In Schule oder Schulen auf Höfe. Ja. Schön, Schulen auf Höfe, Unterricht in Schulen, aha, da kommt es doch, aha. Positive Werbung, Social Media, Storytelling. Und das Ganze halt live mit Farbe. Also das Politiker arbeiten auf dem Hof. Politiker arbeiten auf dem Hof, cool, okay. Wer kann da noch mehr bieten? Wir machen so eine Art Projekt eigener Hof, dass Grundschulkinder im Prinzip von Klasse 1 an mit landwirtschaftlichen Praktiken vertraut werden. Man hält sein Handy mit der App Chesm dran und die App sagt mir dann sofort innerhalb von Sekunden, was es für ein Song ist, wer der Interpret ist und wo ich es auch bestellen und kaufen kann, nämlich im App Store. So. Und das übertragen auf Lebensmittel könnte man sich ja gut vorstellen. Okay. Ein Überlebensfach quasi. Über-Leben. Genau, Über-Lebensfach. Mhm, wo sie dann am Ende hier ihren eigenen Acker haben. Hier wachsen ein paar Tomaten, das sind Kartoffeln. Mhm. Und die Kinder das dann ernten. Und am Ende kriegen sie, dann können sie es weiterverarbeiten zu Pommes zum Beispiel. Cool. Und dann kriegen sie am Ende dieser ganzen Ausbildung eine Urkunde. Und wir haben das Ganze jetzt hier Handelsrevolution genannt. Und haben gesagt, wir brauchen einen Gesellschaftsvertrag zwischen Landwirt und Verbraucher, wo die beiden sich untereinander eben verständigen über Qualität und über Preis für Lebensmittel. Und Transparenz müssen wir herstellen über den ganzen Bereich, der dazwischen steht, also Verarbeitung und Handel. Da wären wir sehr dankbar, wenn ihr das nochmal beantworten könnt. Könnt ihr auch erstmal im Stillen machen, dass ihr einfach mal überlegt, ihr könnt es hinkleben, ihr könnt es auch kommentieren. Wir haben dafür jetzt noch 9 Minuten Zeit. Und hier sind noch ein paar, genau. Ja. Okay, alles klar. Also dann mal los.